Ich begrüße Sie zu Israelnetz TV. Heute mit einem Kommentar von Egmont Prill, dem Leiter der Israelarbeit beim christlichen Medienverbund KEP. Vor uns steht das Jahr 2013 christlicher Zählung, weltweit und auch in Israel. Dort und für Juden überall begann schon im September das jüdische Jahr 5773. Gleich welcher Kalender gilt, Israel lebt in dramatischen Zeiten. Zuerst denke ich an den Waffengang und den Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen. Die Raketen auf Tel Aviv und Jerusalem waren ein Schock. Und nicht genug. Was wird aus Ägypten? Wohin driften Tunesien, Libyen, der Libanon? Der Iran und die Atombombe. Direkt an Israels Grenze brennt Syrien. Niemand kann sagen, was genau dort geschieht und was noch geschehen wird. Und wo wird es enden? Wie weit werden die Funken fliegen und was wird dann alles brennen? Und was wird aus Israel? Mit weniger dramatischen Bildern, aber womöglich gefährlicher für Israel, läuft ein anderer Kampf gegen den jüdischen Staat. Lässt der Westen Israel fallen? Diese Frage wurde bereits vor Jahren in der Tageszeitung Die Welt gestellt und mit einem verständlichen Ja durchaus beantwortet. Mit der Annäherung an die islamische Welt wachse der Abstand westlicher Politik und Politiker zu Israel. Im Westen wächst die Israelfeindlichkeit. Europas Bürger halten Israel für eine der größten Gefahren für den Weltfrieden. Inzwischen sehen und lesen wir ziemlich oft eine Delegitimierung des Staates Israel. Wird in Sonntagsreden noch das Existenzrecht Israels bekräftigt, wird an anderen Tagen dieses Recht hinterfragt. Dabei kommt die Entrechtung des Staates Israel nicht aus dem Mund einfältiger Extremisten oder aus der Feder von Spinnern, die keiner beachten muss. Es sind Europas Intellektuelle, eigentlich kluge Köpfe, die es so formulieren. Wir glauben nicht an die Idee eines von Gott auserwählten Volkes. Wir lachen über die Hirngespinste dieses Volkes und weinen über seine Untaten. Als Gottes auserwähltes Volk zu handeln, ist nicht nur dumm und arrogant, sondern ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das schrieb bereits vor Jahren Justin Gorder, der renommierte Autor von Sophies Welt. Die Gedanken und Gedichte des Literaturnobelpreisträgers Günter Grass sprechen Bände. So selbstverständlich wurde Israel niedergeschrieben. Aufsehen erregten die Aufsätze im Deutschen Pfarrerblatt, wo versucht wurde, Israel auch christlich-theologisch den Boden zu entziehen. Ein aktuelles Papier der evangelischen Kirche in Deutschland mit dem Titel »Gelobtes Land?« hinterlässt viele Fragezeichen. Beängstigend ist der oft heimliche Beifall. Geradezu gefährlich ist die Gleichgültigkeit der vielen, die damit diesen Stimmen Recht geben. Hier aber gilt es, die Stimme zu erheben, die Feder zum Widerspruch zu zücken. Nicht nur Israel-Freunde, sondern Freunde der Demokratie, des Rechtes und der Wahrheit sind aufgefordert, für Israel einzustehen. Niemand muss alle Aktionen israelischer Politik und Polizei gut finden. Keiner braucht alles in Israel verklärend zu bewundern. Die größten Kritiker Israels sind die Israelis selber, ganz zu schweigen von der Israel-Kritik in der Bibel. Nicht die Kritik ist das Problem, sondern die in Kritik gekleidete Feindschaft gegen Land, Volk und Staat Israel. Und hier müssen wir die Zeichen der Zeit verstehen. Vor Zeiten hieß es, kauft nicht bei Juden. Und was müssen Juden heute denken, wenn gefordert wird, Boykott israelischer Waren aus den besetzten Gebieten? Für das neue Jahr wünsche ich uns allen Haltung und Hoffnung. Es geht um die Haltung zu Israel, nicht zuletzt aus dem ganz eigenen Interesse, dass Israel auch für unsere Sicherheit und Freiheit steht, kämpft und leidet. Halten wir zu Israel, weil Israel nur zu oft den Kopf hingehalten hat, auch für uns. Gegen Meinungsmache in den Medien, der Kunst und der Politik helfen Aufklärung und Klarstellung, Leserbriefe und Zuschauerreaktionen. Jetzt in den Tagen guter Vorsätze können wir uns das vornehmen. Und es geht um die Hoffnung auf den Hüter Israels. Er, der Gott Israels,
ist Israels Trost und Hilfe. Schauen wir an der Schwelle zum neuen Jahr auf den einen, der alle Tage und Nächte gegenwärtig ist. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.